Hallihallo Mikrofone und willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 2. Heute machen wir wieder weiter mit dem Automatisieren von dem Zeugs halt, mit dem Lava-Dings. Und eine Sache noch, ich habe eine Empty Map bekommen und die werde ich jetzt einfach mal öffnen und unsere Base so ein bisschen rendern lassen. Die habe ich hier bekommen aus der Mob-Farm. Und, na gut, das war's schon. Okay. Werde ich mir vielleicht mal einen Bilderrahmen in unsere Base, naja, damit es ein bisschen schöner aussieht, halt so einen Bilderrahmen darstellen. Und jetzt geht's auch gleich weiter. Wir brauchen nämlich Transfer Node. Trans. Mit R. Trans. Trans. Nodes. Genau, mit Enderperlen, Cleanstone und Holz. Also wenn ihr bei mir Holz sucht, gell, immer gucken in dem Ofen. Okay. Ich brauche auch noch Eimer. Habe ich irgendwo noch Enderperlen? Nee. Na komm. Ich guck einfach. Ich crafte einfach mal drauf los. Zwei Kisten mache ich mir mal. So. Dann der Cleanstone, den ich in irgendeiner Kiste vergessen habe. Hier in der Kiste. So. Hier. Und da. Und was fehlt jetzt noch? Ah ja, Redstone. Und etwas, was ich noch gar nicht gecraftet habe. Super. Redstone. Und hier diese Teile. Das waren die auch mit Slabs gingen. Ja. Ich werde mir mal noch einen zweiten Crafting Table machen. Da ziehe ich den einfach mal so da. Und der braucht jetzt Slabs, genau. Und ich glaube Glas dazwischen und Redstone. Also so, so und dazwischen Redstone. Ja, genau. 16 Stück, das ist doch mal was. Die kommen jetzt noch hier oben rein und dann habe ich 8 von den Transfer Nodes. Diese 8 Transfer Nodes kommen jetzt hier oben drauf. Genau, der nicht. So. Und daran wird dann nachher gleich ein Cobblestone Generator angeschlossen. Ich bin jetzt hier schon dabei, ein bisschen Lava durchzugraben, durchzuschmelzen. 1, 2, 3. Kann auch hier noch ein Lava-Eimer. Und jetzt brauche ich noch den zweiten Teil davon. Und zwar die Liquid Transfer Nodes. Und dafür brauche ich jetzt ein bisschen Eisen. So. 2 Stück. Enderperlen. Enderperlen. Cleanstone. Redstone. Und das Zeug. Nicht? Ach ne, Lapis. Okay. Lapis habe ich genug, das ist kein Problem. Lol, was war das? Hä? Ging das nicht so? Hä? Leere, ach ne, Eisen. Okay. Das ist ganz schön eisenhaltig. Okay, jetzt habe ich die 8 Liquid Transfer Nodes. So. Und in den Liquid Transfer Nodes, da wird jetzt die Lava hier rausgezogen. Genau, die sollte jetzt, also wenn ich hier einen Tank anschließe, überall da rauskommen. Jetzt gucke ich mal, wie viel der Lava Generator so kostet. Lava Generator.
Hier, genau der. Oh, das geht eigentlich. Ich glaube, das kann ich mir jetzt gleich craften. So, also, ich brauche dafür Gold. Okay, ich kann es mir doch noch nicht craften. Mir fehlt Gold. Nein, mir fehlt kein Gold, denn ich habe ja in meine Smeltery schon ganz viel Gold eingeschmolzen. Also hier Gold raus, Goldblock gießen. Und dann habe ich doch genügend Gold. Also Gold, dann brauche ich einen Eisenblock, also 9 Eisen. Genau, Cobblestone, davon sollte ich glaube ich genügend haben. Für einen Ofen. Ich weiß nicht, warum das da manchmal brennt. Ein Ofen. Oh, alles klar, ich hatte auch zum Glück überhaupt nicht noch 9 Furnaces. Ich habe meinen Goldblock. Und jetzt kann ich mir hier, oh, das ist noch Teile drinnen, das craften. Oh. Erst natürlich den Eisenblock. Eisenblock in die Mitte. Gold drumherum. Und ein Furnace nach unten. Oder nicht. Ich hasse diese Reds, diese Crafting-Systeme, wo halt immer nur ein kleines bisschen anders ist. So, dann muss ich mir den mal angucken. Den habe ich noch nie platziert, so. Okay. Er produziert schon. Leute, er produziert schon Energie. Da kommt schon Lava rein. Nice. Das heißt, wir können dann sogar noch mehr anschließen. Denn der ist ja hier scheinbar maßlos unterfordert. Cool. Ja gut, dann würde ich sagen, schließe ich jetzt hier oben gleich den Cobblestone Generator an. Lava habe ich schon. Wasser habe ich schon, genau. Und den baue ich hier hinten drin so ein bisschen, ja, versteckt. Dass man ihn nicht direkt sieht. Hier unten drinnen. Also, hier kommt dann. Hier, warte, Wasser. Muss ich runter. Ich will hier raus. Okay, also. Hier kommt. Also, warte. Wasser fließt von hier. Zwei Blöcke nach unten, nach da. So, genau. Und die Lava fließt ebenfalls zwei Blöcke. Ups, nicht so, sondern so. Hey, warum backt das so komisch? Okay. Das heißt, ich muss nochmal schnell was abbauen. Das heißt, ich brauche nochmal. Obwohl. Ach, vergesst, was ich sagen wollte. So. Sehr gut. Dann funktioniert das. Und jetzt klaue ich mir einfach mal hier drüben den Transfer Node mit dem World Interaction Upgrade. Wo ist es hin? Da. Und wir bauen den einfach hier drauf. World Interaction Upgrade rein. Dann zieht er die Teile raus. Und jetzt das nach da. Und theoretisch müssten jetzt Cobblestones hier drüben genommen werden, rausgezogen werden oder auch nicht. Heißt das, ich brauche da noch mehr World Interaction Upgrades? Ich glaube, das wird eisenlastig teuer. World Interaction Upgrades. Ja, das wird eisenlastig teuer. Eisenspitzhacken brauche ich hier ein paar. Ja gut, so viel werde ich jetzt nicht brauchen. Ich mache mir erstmal 3 Stück. Okay, da ist jetzt noch ein bisschen übrig. Das heißt, ich kann doch noch ein paar mehr machen. 10 Eisen sind noch übrig. Das heißt, wenn ich jetzt noch eine Spitzhacke crafte, dann war es das mit dem Eisen, aber wir haben Energie. Strom. Okay, 4 World in der Action Upgrades. Die packe ich hier rein und guck mal, ob es jetzt funktioniert. Zieht das die raus?
nicht. Ah, warte mal, kann es sein, dass ich irgendwie. Da muss man auch irgendwas einstellen. Ich guck nochmal nach Transfer Notes. Ach nee, ja, okay, ich weiß das Problem. Vielleicht hätte ich die gar nicht gebraucht. Oder ich glaube zumindest, dass ich das Problem kenne. Mein Inventar hat sich schon wieder so komisch selbst sortiert. Ich habe nichts gemacht und trotzdem. Das ist total blöd. Kiste. Ich glaube, ich muss da noch eine Kiste dazwischen bauen, wo das Zeug reinkommt. Ansonsten gibt es da irgendwie ständig Probleme oder sowas. Also, ich glaube, da war sowas. Also, hier rüber. Hier oben drauf baue ich jetzt eine Kiste. Und in die Kiste. Ah ja, genau. In die Kiste kommt das jetzt rein. Und wenn ich jetzt hier aus der Kiste was rausmache, funktioniert das da schon? Nee, okay. Also muss ich hier doch nochmal ein Meer von mopsen. Genau. An die Kiste dran. Wird das da jetzt reingefüllt? Nicht? Okay. Wenn ich jetzt hier noch ein World Interaction Upgrade reinmache? Nee. Hä? Warum genau ist das so? Hier wird nirgends was reingefüllt. Oder? Wenn das reingefüllt würde, sähe das so aus. Ja, okay. Ha. Also das nimmt das zwar. Genau. Aber warum leitet es das nicht weiter? Das müsste es doch eigentlich. Transfer Notes. Okay. Eigentlich müsste es, gibt hier irgendwie so ein Insert-Exit-Dings oder. Warum das gerade nicht funktioniert, das kapiere ich überhaupt nicht. Ich packe einfach erstmal die Button der Action Upgrades da rein. Das geht jetzt nicht so viel schneller. Okay. Ja gut, also. Warum das nicht geht, weiß ich nicht. Ich google das jetzt mal. Ah, okay. Also ich musste das Internet nicht so wirklich um Hilfe fragen, beziehungsweise habe ich gemacht, hat mir aber nichts gebracht. Und darum, also ich bin selbst hier so auf die Idee gekommen. Ich muss einfach nur die Pipes da drauf setzen. Dann wird der Cobblestone da automatisch reingefüllt. Also setze ich die hier einfach mal alle drauf. Genau, und dann wird hier nach und nach der Cobblestone eingefüllt. Und hier in den Lava Generator reingefüllt. Das heißt, ich nehme jetzt mal mein Automatic Sieve. Hier. Und dann platziere ich das Automatic Sieve hier dran. Und dann bekommt das Automatic Sieve schon super toll viel Energy. Und jetzt gucke ich mal, wie viel so ein Automatic Hammerer. Automatic Hammerer kostet. Dark Steel. Okay, habe ich zufällig 6 Dark Steels irgendwo rumliegen, aus dem Dudeback? Ich habe nur 3 Dark Steel, schade. Okay, also werde ich den Automatic Hammerer dann demnächst mal machen. Oder Invar. Wie kann ich dieses Invar das Zeug bekommen? Pulverisiertes Eisen. Na, brauche ich. Okay, das ist ein bisschen. Ein bisschen. Naja. Hat das jetzt hier 0. RF? Habe ich das irgendwie falsch gemacht? So, produziert doch jetzt hier RF. Warum? Das nimmt doch hier die RFs gerade auf. Mal gucken, habe ich hier noch irgendwo Gravel? Nicht? Doch, da ist noch Gravel. Okay, es ist nur ein Bug, Anzeigefehler oder sowas. Sehr schön. Und dann siebt mir das hier das automatisch durch. Und jetzt will ich wissen, wo der Output ist, ob es das irgendwo sammelt. Ah ja, geil. Ist ja cool. Das heißt, wir können jetzt sogar unsere Transfer Notes nutzen. Machen wir hier drüben nochmal ein Crafting Table. Unsere Transfer Notes nutzen, um dann fertige Materialien rauszuziehen. So, das heißt hier
Genau, und dann bekommen wir hier einfach das Zeug rein. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich baue hier oben eine Kiste hin. Da. Wie sieht das jetzt eigentlich hier so aus? Ist der noch voll? Ja, okay, der ist weiterhin voll. Wenn es mehr Energie bekommt, na okay, es bekommt schon maximal Energie. Obwohl, die Energie ist sinkend. Oder? Naja, er stagniert. Okay. Wenn ich jetzt hier drüber noch eine Kiste baue, in der ich super viel Gravel rein tue. Also wenn ich einfach mal so sage, ach nee, warte mal, Mist. Da müsste ich jetzt nochmal solche Transfer-Dings, solche kleinen Teile craften. Da brauche ich wieder Cleanstone zu. Der ist hier. So. Hallo? Ja, jetzt geht das. So und so. Genau. Redstone, ein Redstone-Magnet ist immer. Ich glaube, dazu muss ich mal Sand ziehen. So. Da rein. Und oben drauf das. Und da oben drauf jetzt eine Kiste. Das müsste ich gegebenenfalls andersrum platzieren. So in etwa so. Und wenn ich jetzt in die Kiste, kann man das ziehen. Sagen wir, ich bekomme in die Kiste das rein. Dann wird da Dust reingezogen. Sehr, sehr schön. Okay. Der Dust kommt raus. Das heißt, ich muss jetzt hier oben nur das reinlegen, was ich haben will, und bekomme dann hier letztendlich das raus, was ich bekommen will. Das Ganze funktioniert hier über diesen wunderbaren Lava Generator. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt mal so ein paar Stacks Cobblestone vor. Hier das ganze Zeug kann ich jetzt einfach mal umlagern. Ein paar Stacks Cobblestone nehme ich mir jetzt vor, die ich alle durchcrushe, sodass ich, sagen wir mal, naja, eine Doppelkiste voll Kies oder sowas habe. Und dann bleibe ich mal irgendwie eine Nacht lang AFK da stehen und lass das durchsieben. Ja, okay, ich muss nicht mal unbedingt AFK sein. Lass das da. Oh. Dann lasse ich das da durchsieben. Und am nächsten Tag kann ich dann sehen, was ich alles bekommen habe. Oder halt später. Also, bis gleich. Gut, ich habe jetzt hier mal so 2 Stunden rum oder sowas gewartet. Und das einfach mal durchsieben lassen. Hier oben habe ich jede Menge Kies eingefüllt. Und hier unten ist jetzt das Zeug, was rauskam. 7 Dias, das ist nice. Und Eisen ist auch jede Menge dabei. Hier hinten der Dings, der Lava Generator, bekommt auch immer genügend Lava. Das Teil läuft also. Außerdem habe ich meine Transfer Nodes gefunden, die gefehlt haben. Und darum kann ich jetzt hier erstmal wieder einen hinterziehen. Und jetzt würde ich sagen, ganz zum Schluss für diese Folge nehme ich mir das Iron, was hier ist, einfach mal raus. Ach komm, ich nehme auch noch ein paar andere Sachen mit. Gold nehme ich mir auch noch. Crafte die zusammen und mach sie kaputt. Mal gucken, warte mal, gucken wir mal, ist das schon gewachsen? Nee, okay, aber fast. Hier in der Kiste ist doch noch Gold, Aluminium habe ich genommen, ja. Ja, genau. Das heißt, hier einfach mal platzieren. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie viel man dann doch schon an Eisen plus macht, wenn man das mit dem Hammer macht. So, 32 Eisen hatten wir. Und jetzt könnt ihr gleich gucken, wie viel wir danach haben. Jetzt haben wir 36 Eisen. Und wenn ich das jetzt nochmal mache, dann haben wir noch mehr Eisen. Okay, abbauen. Und jetzt haben wir, okay, doch einiges mehr an Eisen. 42 müssen es sein. Ja, 42 Eisen. Jetzt tue ich diese 42 Eisen
hier einfach mal so nach und nach rein. Gut, ein bisschen was übrig geblieben. Wird es immer. Egal. So. 6 Gold. Nehmen, abbauen. Und dann warten. Außen 6 Gold, 7 Gold. Nehmen, abbauen. Nochmal abbauen. Ein meiner. Gehst du noch? Nee. Okay. Und dann wurden daraus 8 Gold. Und so verdoppelt man seine Erze richtig. So, jetzt habe ich hier noch jede Menge Aluminium. Da wird, denke ich mal, auch noch ein bisschen was rauskommen. Nee, gucke ich nebenbei mal. Okay. Aluminium schaffe ich hier noch zu crushen. Jetzt habe ich 25 statt 22. Wieder was bloß gemacht. Gut. Und jetzt habe ich anstelle von 27 28. Na gut, das letzte war jetzt nicht so toll. Aber mal gucken. Okay, das hier ist gleich drinne. Dann seht ihr, wie viel Eisen wir jetzt haben. 32. Es ist echt krass. Ich werde es dann... Ach nee, warte mal, guck mal. Es hat sogar schon wieder geregnet. Das heißt, in der nächsten Folge... Ich habe ein Achievement bekommen, weil ich einen Knochen aufgesammelt habe. In der nächsten Folge werden wir dann das System hier fortsetzen. An die Smeltery anschließen mit einem Automatic Camera. Und ich denke mal, bis dahin werde ich diese ganzen Teile in die Smeltery gepackt haben und eingeschmolzen haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.